Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Angespielt Aura Kingdom 2. Das Spiel spiele ich, wie ihr sehen könnt, hier wieder über BlueStacks, einem Android-Emulator für den Computer, den ich schon seit Ewigkeit nutze, um nicht auf dem winzigen Handy-Display spielen zu müssen. Das Spiel, was ich spiele, genauso wie BlueStacks, findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe den ersten Teil sogar schon angespielt von Aura Kingdom, habe ich gesehen in meiner Angespielliste. Und der zweite Teil kommt jetzt. Ist, soweit ich das gesehen habe, wieder ein MMORPG. Wir können ein Shinobi aussehen. Erstmal cooler Name, Shinobi. Ein Dragoner. Ein Dragoner, ein Elementarmagier und einen Schützen wahrscheinlich. Eine Nymphe! Ich finde den Namen Shinobi mega gut. Assassine, spezialisiert auf Schwertkampf und Gifte. Crit hoch, Angriff hoch, ausweichen, okay. Vitalität eher wenig. Doch, Vitalität. Und Genesung müsste das sein. Verteidigung ist das. Verteidigung und Genesung. Wir nehmen auf jeden Fall den Assassinen mit. Ich bin grundsätzlich immer Fan von Assassinen. Sehr. Wir lassen ihn komplett zufällig. Oh, der sah gerade gut aus. Kann ich den mal zurückmachen? Nee, die roten Haare habe ich gut gefunden. Achso, guck mal, hier kann man, oder? Nee. Was denn? Gut, ich klicke noch ein paar Mal. So, der ist okay. Nehmen wir den. Wir sind ein Genin. Na, kennt man aus Naruto. Und wir haben entsprechende Skills. Drei Skills. Die gucken wir uns gleich an. Du hältst das Gesichtskostüm. Sobald du... ja, wer kennt's nicht? Das gute Gesichtskostüm. Ups. Wir lassen es mal random generieren. Giant 172. Ja, easy. Nehmen wir uns diesen Namen mal mit, wa? Wir sind der Gigant 172. Why not? Tippe auf die Questliste, um das Autorouting zu starten. Ja, also wieder ein MMORPG mit quasi Autofunktion. Immer wieder interessant sowas. Aber wir gucken es uns mal an. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann mal das ein oder andere Spiel, was mich sehr flasht. Bisher gab es leider noch keins. Der Dämon ist ersetzlich! Abgeben, wenn sie sich abgeben. Überspringen. Eine Waffe aufnehmen. Fünfmal so ein Schwert bekommen. Huch. Ziemlich da reich, bitte folge dem Pfeil. Ah, hier. Ach, hier, Space. Mit Leertaste kann ich angreifen. Achso, ich dachte in die andere Richtung, dass wir ballern. Gefahr mich nicht bewegen. Das ist ein bisschen laggy, hm? Ein bisschen. Ein toxisches Kreuz, einen neuen Skill erhalten. Sehr gut. Höllenhunde! Wo bist du denn hin? Sechs Hölle, das sind tatsächlich Höllenhunde. Piu! Ah, da ist er. Der hat sich noch versteckt, ne? Der kleine Rabauke. Die Quest-Erfordernisse wurden erfüllt. Ich lauf währenddessen mal weiter. Haben wir auch so ein Auto-Routing? Nee, das hier? Nee. Das hier? Nee, auch nicht. Ah, noch nicht irgendwie. Leona! Leona! Fast gekillt. Fast die hübschen Haare abgeschnitten. Oh, wo sind wir denn? Also sind wir in einer Stadt. Jetzt habe ich Auto-Routing, das habe ich gesehen. Sprich mit Rebecca. Schließe drei der unten aufgeführten Nebenquests ab. Na Logo. Ich würde dir gerne helfen. Vertreibe die Ausreißerziegen. Er läuft auf jeden Fall automatisch und er macht es auf jeden Fall auch automatisch. Hier haben wir Auto. Na, da haben wir das Auto laufen. Den können wir ausrüsten. Eine Ausreißer-Hochlandziege. Wieder nur. Achso, Level 5. Nicht mal 5, sondern Level 5. Tippe von Simon, um deinen MDB zu verbessern. Achso, mein MDB ist.
interagieren. Hm. Pio, sind wir schon fertig? Das Lamm scheint dich zu mögen. Ja, sind fertig. Dann gehen wir zurück in die Stadt und bringen die Quest zu Ende. Kriegen ein Prärieschaf. Nehme ich mit. Ja, benutzen und ausrüsten wir. Sprich mit Konrad, dem Frostmondältesten. Kriegen wir 100 Tränke dafür? Achso, reden reit aus. Schließt Salihas neben. Ja. Wir sind auf einem Schaf. Alles klar. Geh und feuere die Kanonen ab. Benutze den Joystick zum Zielen. Das ist okay. Das ist ja auch interessant. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Die Krebse fliehen wegen der Beschießung. Kriege einen Goldbarren. Verkauf einen Goldbarren, um 10.000 Gold zu erhalten. So, so. So, jetzt haben wir die drei Nebenmissionen erledigt. Besiege Strandspore, um trüber Schleim zu erhalten. Kann ich die Kamera auch irgendwie switchen? Nee. Ich kann auch nicht nach oben oder unten scrollen. Ah, doch, hier so. So geht es. Besiege drei Strandsporen. Ja, besiege Strandsporen. Das war's auch. Geh mit Tracy die Quests abgeben. Das ist ja schon unsere Ermittlerin. Untersuche einen Riffkrebs. Haben wir ein Geschenk, tägliche Aufladung. Nach 6 Uhr anmelden, nehme ich mit. Nehme ich mit. 60 Minuten online, dann kriege ich die nächste Belohnung. 15 Minuten online bleiben, okay. Oh, alles mal mitnehmen. Tausche einen Fruchtsamen gegen 5 LP-Zaubertränke. Ich habe gar keinen Samen, oder? Auf geht's zu Tracy zurück. Wir sind mittlerweile Level 4. Und 2699 Kampfkraft. 2841 Tsukaki. Tsukikage. Untersuche die Tiefen des Walfelses. Oh, was ist das denn? Das ist ein Fisch mit Loch. Ist das etwa ein Ko... Ein Fisch? Ein... Ja, was soll ich dazu sagen? Unbekannte, gigantische Kreatur. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Es ist mir nicht bekannt. Rachestern. Oh. Die unbekannte Gigantenkrebs wird von einem Sturm geschützt. Und sie ist weg. Oder auch nicht. Geht zurück in der Stadtbericht. Tschüss, ich lasse dich mal allein damit. Mit dem Riesenschnuller. Sprich mit Bauwr. Bauwr. Beschädige Nebelbarriere. Was haben wir hier? Im Hauptmenü haben wir... Ein neues Mitglied, hä? Tippe auf Karl Kalt. Karl Kalt. Oh, können wir die alle mitnehmen? Wow, können wir wirklich. Tägliche Verbundenheit. Achso. Jetzt habe ich ernsthaft. Ne, nur Rebecca ist hier, oder? Die anderen gehören gar nicht zu mir, scheinbar. Irgendwie. Beschädige die Nebelbarriere. Das ist einfach cool, dass wir im Prinzip einen instanzierten Dungeon haben. Das heißt, wir sehen keine anderen Spieler und kämpfen absolut für uns alleine. Und sobald das alles erledigt ist, kommen wir wieder aus dem instanzierten Dungeon raus. Besiege den Nebel. Ist das Nebel?
Ja, ja. Scheinbar Nebel. Das ist ein Monster, heißt so. Aua. Muss ich sein. Wo habe ich denn einen Trank? Artikel? Kann ich gar nicht nutzen, Mann. Ich habe ihn auch scheinbar besiegt. Mit 1% Leben. Ich glaube, das war gescriptet. Markiere den Ort des Nebels. Randstrollen! Markiert! So, so. Jetzt sind wir wieder im allgemeinen Ort, wo auch alle anderen Spieler sind. Finde ich mal cool. Gefällt mir. So ein fließender Übergang von online zu instanzierter Dungeon. Cool, cool. Sprich mit... Huch! Okay, cool. Wir können fliegen. Gefällt mir auch sehr gut. Ah ja. Aber halt wieder nur ein MMORPG, was mich jetzt nicht unbedingt geflasht hat. Irgendwann gibt es sicherlich mal eins, was uns wirklich sehr gefällt. An dieser Stelle, meine lieben Freunde, machen wir aber erstmal eine kleine Pause. Mit diesem angespielt, das war's gewesen mit Aura Kingdom 2. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu diesem Spiel und zu BlueStacks. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder angespielt. Bis dahin, ciao, ciao.